Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gucke gerade, wo ich die Familie Birk begrüßen kann. An diesem Gang, aber das ist schade. Wir kommen jetzt zum letzten Panel dieser Veranstaltung. Die EU als Steuergesetzgeber, bleibt der Verfassungsstaat auf der Strecke? Ich darf Ihnen das Podium vorstellen. Herr Professor Dr. Henning Tappe, er studierte in Münster und war anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Herrn Birk und wurde dann promoviert zur Arbeit das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz und habilitiert mit einem interessanten Werk die Begründung von Steuergesetzen. Er war zunächst in Osnabrück und wechselte dann nach Trier, wo er bis heute den Lehrstuhl innehat. Ich mache das alphabetisch. Vorsitzende Richterin am Bundesfinanzhof, Professor Dr. Jutta Förster, studierte in Münster und war dann wissenschaftliche Mitarbeiterin 1984 bei Dieter Birk. Dann einen sehr vielfältigen Lebensweg, Referentin für Marktordnungsrecht an der OFD Münster, Referentin für internationales Steuerrecht und Körperschaftssteuer beim Deutschen Industrie- und Handelstag, dann Leiterin der Abteilung Finanzen und Steuern des VDMA, dann Leiterin Steuern Ausland der Degussa AG, dann Leiterin der Fachbereichs Steuern und Abgaben der Schering AG, bis sie dann sozusagen ihre Bestimmung gefunden hatte. 2008 kam sie dann an den Bundesfinanzhof und ist jetzt Vorsitzende Richterin seit 2018 des 10. Senats und ist Honorarprofessorin an der Universität Osnabrück. Professor Joachim Englisch, nicht aus Münster, jetzt in Münster, studierte Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten in Saarbrücken, Salamanca und Köln und war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent an der Universität zu Köln, promovierte und habilitierte sich dort. Hatte dann zunächst eine Lehrstuhlvertretung an der Universität Augsburg, bevor er dann 2010 an die Westfälische Wilhelms-Universität Münster auf den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Steuerrecht wechselte. Und dann schließlich Professor Christian Waldhoff, sozusagen ein, kann man ja sagen, Vetter vielleicht von Dieter Birk in der Jüngerer Bruder, denn er war wissenschaftlicher Assistent bei Professor Klaus Vogel und dann noch ein wenig bei Herrn Lehner, habilitierte sich an der Universität München zum Verwaltungszwang und hatte dann zunächst eine Lehrstuhlvertretung in Erlangen-Nürnberg, in Bayreuth, und ging dann nach Bonn und von Bonn ging er dann hier an die Humboldt-Universität und ist Richter im Nebenamt am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Ich würde zunächst Herrn Tappe bitten, er wird uns ein wenig in das Thema einführen und ich gebe Ihnen das Wort, Herr Tappe. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das Mikrofon ist schon an, ohne dass ein rotes Licht leuchtet. Das ist ja auch schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe die Aufgabe und die Ehre, das vierte und letzte Podium des heutigen Tages mit einem kleinen einführenden Vortrag zum Thema „Die EU als Steuergesetzgeber, bleibt der Verfassungsstaat auf der Strecke?" zu eröffnen. Und mir scheint, dass die Überschrift gewisse Zweifel andeutet, auf das häufig angenommene Demokratiedefizit der EU anspielt. Die EU jedenfalls ist kein Verfassungsstaat. Und damit wohl auch eine gewisse EU-kritische Tendenz anklingen lässt. Vielleicht gilt aber auch hier die Hinchcliffe'sche Regel für akademische Überschriften, zuerst entdeckt in der Teilchenphysik, jetzt aber auch mittlerweile bekannt als Murphys Gesetz der Journalistik, das besagt, wenn der Titel eines wissenschaftlichen Artikels oder die Schlagzeile einer Zeitung eine Ja-Nein-Frage ist, lautet die Antwort in der Regel Nein. Ein bekanntes Beispiel, Rätsel der Kornkreise, waren es Außerirdische. Andererseits ist die Antwort dann doch meistens etwas komplexer und dieser Komplexität möchte ich im Folgenden etwas nachgehen. Das Thema lässt sich in verschiedene Richtungen interpretieren und weiterdenken und so möchte ich im Ansatz auch meinen Vortrag gliedern. Erstens,
Ist die EU überhaupt ein Steuergesetzgeber? Was gehört dazu? Nur das Regeln von Steuerrecht oder auch das Erheben von Steuern? Also die Steuergläubigerschaft und auch vielleicht die Verwaltungskompetenz? Und wenn sie es ist, darf die EU das, wo sie doch kein Verfassungsstaat ist? Ist ihr das Recht in den Verträgen eingeräumt? Gibt es aktuell überhaupt eine demokratische Legitimation für EU-Steuerrecht? Zweitens, wenn der Verfassungsstaat auf der Strecke bleibt, was ist damit eigentlich gemeint? Bleibt der Staat, also als Nationalstaat, auf der Strecke? Wird ihm das Wasser abgegraben? Kann er nichts mehr eigenständig regeln? Oder aber kommt er angesichts der Regelungswut der EU-Ebene nicht mehr hinterher, etwa beim Umsetzen von Sekundärrecht oder EuGH-Entscheidung? Oder bleibt drittens die Verfassung auf der Strecke, also nicht der Verfassungsstaat, sondern der Verfassungsstaat? Und wenn das so ist, leidet die Souveränität, leidet die Demokratie, leiden die Grundrechte? Ist es am Ende vielleicht der Bürger, der Steuerpflichtige, der droht, auf der Strecke zu bleiben? Hoffen wir auf das Murphysche Gesetz von gerade. Dieter Birk hat sich in seinem Beitrag für die Festschrift für Hans-Georg Ruppe zu dessen 65. Geburtstag, 2007 war das, mit Finanzhoheit und Steuerwettbewerb in der EU befasst. Und dort schreibt Dieter Birk, Steuer- und Finanzhoheit seien das Wesensmerkmal von Staaten. Jeder Staat könne seine Aufgaben nur erfüllen, wenn er den Finanzbedarf decken kann. Und werde ihm, so geht es weiter, der Finanzbedarf von Umständen diktiert, die er nicht beeinflussen könne, dann führe dies letztlich zu Einbußen an Aufgabenverantwortung und letztlich zum Verlust an staatlicher Souveränität. Beginnen wir mit einer kurzen Bestandsaufnahme. In welchen Bereichen ist die EU bereits Steuergesetzgeber? Und zunächst muss man festhalten, ein echter Steuergesetzgeber im Sinne einer umfassenden Steuer- und Finanzhoheit ist die EU nicht. Sie ist es schon deshalb nicht, weil die EU kein Staat ist, sondern in der Formulierung des Maastricht-Urteils ein Staatenverbund, ein jedenfalls im Ausgangspunkt durch völkerrechtliche Verträge gebildetes Rechtssubjekt, das keine Souveränität hat, keine Kompetenzkompetenz. Die EU verfügt nur über solche Zuständigkeiten, die ihr ausdrücklich übertragen worden sind, Artikel 5, das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Und diese Kompetenzen sind im Steuerrecht traditionell sehr schwach ausgeprägt. Nach dem Protokoll Nummer 7 zum AIUV über die Vorrechte und Befreiung der EU ist die Union selbst von Steuern und Zöllen befreit. Sie besteuert aber ihr eigenes Personal. Von innerstaatlichen Steuern auf die von der EU gezahlten Gehälter, Löhne, Bezüge, wie auch immer, sind die Beamten und Bediensteten der EU befreit. Dementsprechend gibt es auf EU-Ebene eine EU-Steuererhebungsverordnung. Aber zugegeben, hier handelt es sich um einen Spezialfall mit nicht allzu großer Breitenwirkung. In den Artikeln 110 bis 113 finden sich steuerliche Vorschriften, die vor allem im Bereich der Zölle und indirekten Steuern europäische Rechtsetzung ermöglichen. Der Zollkodex der Union oder die auf Artikel 113 AIUV gestützten Richtlinien zum Mehrwert und zu den Verbrauchsteuern sind hier gute Beispiele. In Artikel 115 AIUV findet sich, nicht direkt auf Steuern bezogen, aber doch häufig in diesem Bereich genutzt, eine Rechtsgrundlage für den Rat einstimmig und in Anführungszeichen nur nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken, zu erlassen. Auf diese Grundlage werden die Rechtsakte zur Harmonisierung der direkten Steuern gestützt. Ich komme darauf noch zurück. In Artikel 192 AIUV, dem früheren 175, darunter kennt man ihn meistens noch besser, sind zudem Vorschriften überwiegend steuerlicher Art im Umweltbereich möglich, die der Rat wiederum einstimmig und nach Anhörung des Europäischen Parlaments, Wirtschafts- und Sozialausschuss, Ausschuss der Region einstimmig erlassen kann. Hier ist es aber auch möglich, auf das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zu wechseln, wenn das vom Rat so einstimmig festgelegt. Und im Übrigen sind es den im Steuerrecht Tätigen allseits und bestens bekannt, vor allem die Grundfreiheiten und in letzter Zeit zunehmend auch das Verbot staatlicher Beihilfen, die auf das nationale Steuerrecht der Mitgliedstaaten einwirken. Ich zitiere zu den Grundfreiheiten den bekannten Satz des EuGH aus der Rechtssache Schumacher, aber mittlerweile ständige Rechtsprechung. Zunächst ist darauf hinzuweisen, also man sieht Schumacher, später wird nicht mehr zunächst darauf hingewiesen, aber egal, dass die direkten Steuern zwar in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, dass diese ihre Befugnisse in diesem Bereich jedoch unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts, später Unionsrechts, ausüben und deshalb jede offensichtliche oder versteckte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit unterlassen müssen.
Für die daraus abzuleitende Rechtsfolge, die steuerliche Gleichbehandlung gebietsansässiger, gebietsfremder Steuerpflichtiger innerhalb des nationalen Kästchens, hat Dieter Birk den Begriff der Kästchengleichheit geprägt. Für das Recht der staatlichen Beihilfen gilt seit der Entscheidung zu den Steinkohlenminen in Limburg, der Begriff der Beihilfe, ist wieder ein Zitat, ist jedoch weiter als der Begriff der Subventionen. Denn er umfasst nicht nur positive Leistungen wie die Subvention selbst, sondern auch Maßnahmen, die in verschiedener Form die Belastungen vermindern, welche ein Unternehmen normalerweise zu tragen hat und die mit keine Subvention im strengen Sinne des Wortes darstellen, aber diesen gleichstehen. Und damit sind auch steuerliche Regelungen, Vergünstigungen im Blickfeld, übrigens schon seit 1961, denn aus diesem Jahr stammt das EuGH-Urteil zu den Steinkohlenminen in Limburg. Entscheidend ist bei diesem kurzen Überblick, praktisch keinem dieser Fälle, in dem die EU als Steuergesetzgeber auftreten kann, ist sie auch tatsächlich Steuergläubiger, sieht man von den traditionellen Eigenmitteln und der Besteuerung der eigenen Bediensteten ab. Soweit sich die Grundfreiheiten oder das Recht der staatlichen Beihilfen auf die mitgliedstaatlichen Steuerordnungen auswirken, geht es um deren Steuerhoheit, also die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten. Bei den indirekten Steuern, etwa der Mehrwertsteuer, gibt es zwar eine Beteiligung der EU, diese ist allerdings nach dem Eigenmittelbeschluss so ausgestaltet, dass ein Abrufsatz festgelegt ist, also die Mitgliedstaaten Beiträge an die EU überweisen, die sich am nationalen Steueraufkommen aus der Umsatzsteuer orientieren. Ähnlich ist es übrigens bei der neuen Plastiksteuer, die noch dazu die Eigenart hat, dass es diese Steuer in den Mitgliedstaaten gar nicht geben muss, sondern dass ein fiktives Aufkommen ausreicht. Vor diesem Hintergrund lässt sich zusammenfassen, eigene Steuern erhebt die EU bisher nicht. Es gibt zwar eine Reihe an Rechtsetzungsbefugnissen und diese haben auch Auswirkungen auf die Eigenmittel, also die Einnahmen der EU. Allerdings ist der Eigenmittelbeschluss der EU so ausgestaltet, dass sich die EU die Einnahmen aufgrund steuerlicher Maßnahmen nicht selbst erhöhen kann. Erhoben werden die Einnahmen durch Abruf von den Mitgliedstaaten und spätestens über die Eigenmittelobergrenzen, zurzeit 1,4% des Bruttonationaleinkommens der Mitgliedstaaten, bleibt die EU von den Mitgliedstaaten finanziell abhängig. Sie ist beim gegenwärtigen Stand des Unionsrechts kein Steuerstaat. Könnte sie es werden? Vielleicht. Ein Hamilton-Moment wegen gemeinsamer Kreditaufnahme oder vielleicht besser formuliert ein Erzberger-Moment mit Blick auf die gemeinsamen Steuern kann man nicht ausschließen. Allerdings wären hier erhebliche Hürden zu überwinden. Bei den Steuern zunächst, wenn man sich auf die bestehenden Verträge stützen will, die Einstimmigkeit im Rat. Einstimmigkeit wird sowohl für steuerliche Regeln als auch für den Eigenmittelbeschluss verlangt. Sowohl für eine Vertragsänderung als auch für einen neuen Eigenmittelbeschluss ist zudem die Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften notwendig. Und in Deutschland wären das nach dem Integrationsverantwortungsgesetz Gesetze nach Artikel 23 des Grundgesetzes und nach dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts wären hier in Deutschland wohl sehr große Hürden zu überwinden. Nicht nur die Zweidrittelmehrheit, sondern mit Blick auf die Verfassungsidentität, zu der nach Lissabon auch die Einnahmen und Ausgaben gehören sollen, zugleich die Hürde des 79.3. Hierüber lässt sich indes streiten, denn ob eine eigene Steuer der EU wirklich stärker in das Budgetrecht des Gesetzgebers eingreift als die ja schon vorhandenen Regeln der negativen und positiven Integration, Grundfreiheiten, Beihilferecht, Harmonisierung durch Sekundärrecht erscheint fraglich. Im letzteren Fall, der seit Jahrzehnten gelebt wird, wirkt die EU direkt auf das nationale Steuerrecht und damit das nationale Steueraufkommen ein. Bei eigener Steuererhebung konkurriert die EU nur mit den Mitgliedstaaten um das Steuersubstrat, die Leistungsfähigkeit der Steuerbürger. Praktische Probleme einer weiteren Besteuerungsebene scheinen zudem lösbar zu sein. Es gibt keinen Grundsatz, dass es nicht mehrere Steuern geben kann. Zwar verteilt das Grundgesetz nach dem Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben, dies liegt aber in den Besonderheiten der konkurrierenden Gesetzgebung des Grundgesetzes. In anderen föderalen Staaten sind konkurrierende Steuern durchaus bekannt. Schwerwiegender erscheint beim gegenwärtigen Stand des Unionsrechts ein mögliches Defizit bei der demokratischen Legitimation eigener Steuern. Wie erwähnt, entscheidet der Rat. Das Parlament wird nur angehört und natürlich ist auch der Rat demokratisch legitimiert. Auch die Zustimmung der Mitgliedstaaten, die dann erforderlich ist, erfolgt im Wege demokratischer Willensbildung, der Gesetzgebung nach 23. Dennoch wäre der Grundsatz No Taxation Without Representation in Reinform nur auf Ebene der Mitgliedstaaten erfüllt. Und dies entspricht im Übrigen auch der bisherigen Logik der Finanzierung der EU über Abrufsätze oder altmodisch ausgedrückt Matrikularbeiträge. Die EU finanziert sich im Wesentlichen über Steuern der Mitgliedstaaten, nicht aber über eigene Steuern.
Damit bin ich beim zweiten Punkt. Bleibt der Verfassungsstaat als Nationalstaat auf der Strecke? Entweder unter dem Aspekt, dass ihm die EU das Steueraufkommen streitig macht, das heißt Eigensteuern erhebt, oder auch nur unter dem Aspekt, dass die EU auf das nationale Steueraufkommen einwirkt, indem sie Steuern durch rechtliche Vorgaben, negative oder positive Integration senkt oder erhöht oder auch schlicht anders verteilt, also dem Nationalstaat eine andere Verteilungsgerechtigkeit vorschreibt. Beides ist aus meiner Sicht eher ein gradueller Unterschied, kein kategorialer, jedenfalls aus Sicht des Steuerrechts, anders möglicherweise haushaltsrechtlich. Es ist auch keinesfalls so, dass das eine, eigene Steuern der EU, stets schlimmer wäre als das andere, Einwirkung auf das nationale Steuerrecht. Eine kleine EU-Steuer kann durchaus weniger stark in den Verfassungsraum der Mitgliedstaaten übergreifen als eine Vollharmonisierung, zum Beispiel einer der wichtigsten Steuern, der Mehrwertsteuer, oder eine zwangsweise Umstellung des gesamten Unternehmenssteuerrechts, Stichwort Anrechnungs- und Halb- und Teileinkünfteverfahren. Mit dem groben Keil der Verfassungsidentität oder dem Demokratieprinzip kommt man hier nach meiner Auffassung auch nur wenig weiter. Der Bereich Steuern und Finanzen weist zwar Besonderheiten auf, er ist aber kein oder als Politikbereich kein Alio zu anderen Politikbereichen. Insoweit scheinen mir schematische Lösungen im Sinne eines Ja oder Nein kaum sinnvoll zu sein. Wohlgemerkt, hier meine ich Änderung des Primärrechts, der Verträge oder auch des Eigenmittelbeschlusses, also eine Weiterentwicklung der EU. Diese sollte man nicht vorschnell ausschließen. Fest steht aber auch, im Moment, bislang sind im europäischen Recht die Kompetenzen in diesem Bereich beschränkt. Interessanter ist im Moment vielleicht auch die Frage, was nach geltendem EU-Recht bereits möglich ist und wie sich das auf das nationale Steuerrecht auswirkt. Bleibt der Verfassungsstaat vielleicht schon jetzt auf der Strecke? Nicht erst bei einer finanz- und staatsrechtlichen Weiterentwicklung der EU. Probleme scheinen mir hier vor allem in zwei Punkten zu liegen. Erstens, die Bereiche, in denen die EU Steuerrecht setzt, obwohl Steuern in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, nehmen zu, ohne dass hierfür ein rechtlicher Grund in den Verträgen zu erkennen ist. Wenn ein politischer Wille besteht, stehen die Verträge offenbar nur wenig entgegen. Dies betrifft vor allem den neu entdeckten Politikbereich der Vermeidung von Nichtbesteuerung, also im Rahmen des BEPS-Prozesses bezogen auf ATAD und die globale Mindestbesteuerung. Rechtsgrundlage für eine Harmonisierung in diesem Bereich ist die allgemeine Binnenmarktkompetenz aus Artikel 115, die Richtlinien ermöglicht für die Angleichung, hatte ich gerade schon zitiert, derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. Vor allem für ATAD ist die Grundlage des Artikel 115 höchst umstritten. Reicht das Bedürfnis nach Harmonisierung aus? Muss Harmonisierung erforderlich sein? Ist vielleicht das Merkmal unmittelbar eine echte Einschränkung? Oder gibt es umgekehrt eine weite Einschätzungsprärogative des EU-Gesetzgebers? Mit Blick auf die Mitgliedstaaten mag eine Ausdehnung der EU-Kompetenzen, also die Dehnung des Artikel 115, die nicht ohne weiteres in den Verträgen angelegt ist, ärgerlich sein. Allerdings sorgt das Erfordernis der Einstimmigkeit im Fall der Einführung neuen Sekundärrechts für einen gewissen Schutz der Staaten. Diese Schutzwirkung dreht sich indes um, wenn man vielleicht aufgrund geänderter Mehrheiten eine Harmonisierungsmaßnahme wieder ändern oder abschaffen möchte. Hier ist die Einstimmigkeit ebenfalls ein Hindernis. Anders als im nationalen Umfeld können Neuwahlen hier nur wenig ausrichten. Noch problematischer scheint die Lage mit Blick auf die Steuerpflichtigen, die bislang durch Harmonisierung, Abbau von Diskriminierung, Abbau von Beschränkung eher profitiert haben, infolge der Zeitenwende durch ATAD aber nunmehr auch mit EU-induzierten Belastungen zu tun haben. Denn die rechtsstaatliche Kontrolldichte ist hier im Mehrebenensystem eher schwach ausgeprägt. Während der EuGH seine Kompetenzen im Bereich der Kontrolle des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten am Maßstab der Grundfreiheiten ausgedehnt hat, ist die Kontrolle des EU-Sekundärrechts am Maßstab des Primärrechts, der Grundfreiheiten, aber auch der Grundrechtecharta noch recht zurückhaltend. Geht es um die Gewährung von Rechten, Marktzugang, Nichtdiskriminierung, ist das weitgehend unproblematisch. Hier erscheint es durchaus angemessen, wenn der Unionsgesetzgeber selbst entscheiden kann, wie weit er mit Öffnung und Angleichung geht. Ist hier harmonisiert, ist der Schutz durch die EU gegen die nationalen Beschränkungen der Mitgliedstaaten konkretisiert und ein Rückgriff auf Grundfreiheiten vielleicht nicht mehr notwendig. Anders kann es aber sein bei der EU, auf EU-Recht beruhenden Ausweitung von Besteuerungsbefugnissen. Denn wenn auch hier bei abschließender Harmonisierung der Rückgriff auf Primärrecht auch auf Grundfreiheiten gesperrt ist, man spricht hier vielfach von Immunisierung, könnte eine Rechtsschutzlücke entstehen. Die Prüfung ist, wie schon angedeutet, abhängig vom Grad der Harmonisierung. Bestehende Spielräume sind die Grundrechte des Grundgesetzes neben der Grundrechtecharta anwendbar und geben einen gleichwertigen
beziehungsweise sogar höheren Schutz. Das ist einerseits Artikel 53 der Grundrechtecharta und folgt mittlerweile auch aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Recht auf Vergessen 1. Allerdings sind die deutschen Grundrechte dann nicht mehr anwendbar, wenn das umzusetzende und zu vollziehende Unionsrecht keine Gestaltungsspielräume mehr vorsieht, Recht auf Vergessen 2. Weil hier aber auch der EuGH eine Prüfung des nationalen Rechts am Maßstab des Primärrechts stark zurücknimmt, ergibt sich eine Lücke. Aber diese scheinbare Lücke kann und muss mithilfe der Normhierarchie gefüllt werden. Erste Schritte in diese Richtung ist das Bundesverfassungsgericht bereits gegangen, allerdings nicht im Steuerrecht. Das Bundesverfassungsgericht prüft die innerstaatliche Anwendung unionsrechtlich voll vereinheitlichten Rechts, zwar nicht am Maßstab der deutschen Grundrechte, aber am Maßstab der Unionsgrundrechte. Das ist Recht auf Vergessen 2. Zudem gibt es mit Blick auf die Befugnisse des EuGH die Nichtigkeitsklage bzw. auch die Inzidenzprüfung nach 277 AJUV. Diese war früher auf Verordnung beschränkt, findet jetzt aber auf alle Rechtsakte mit allgemeiner Geltung anwendbar. Und auch im Rahmen der Vorabentscheidung lässt sich das überprüfen. Dass die Dogmatik bei der Überprüfung von Steuergesetzen durch den EuGH, der des Bundesverfassungsgerichts, noch etwas hinterherhängt, muss dabei kein Schaden sein. Mit Blick auf die unterschiedlichen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten und der Prägung des EuGH spricht zum Beispiel wenig dafür, dass aus Artikel 20 der Grundrechtecharta, alle Personen sind vor dem Gesetz gleich, eine verfeinerte Folgerichtigkeitsdogmatik abgeleitet werden wird. Und auch Artikel 17 der Grundrechtecharta, Eigentum schützt nur bestimmte Rechtspositionen und nicht das Vermögen als solches. Daher werden Geldzahlungspflichten auch im europäischen Recht grundsätzlich nicht als Eigentumsbeeinträchtigung eingestuft. Ich komme zum Schluss. Ich hatte eingangs darauf hingewiesen, dass die EU zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Verfassungsstaat ist. Jedenfalls ist sie kein Staat und hat daher im Bereich des Steuerrechts begrenzte Befugnisse. Das heißt aber nicht, dass sie nicht verfasst ist. Es heißt auch nicht, dass der Grundrechtsschutz im Bereich der Steuern entfällt oder schwächer wird, wenn die EU zuständig ist oder wird. Vielleicht wird er anders. Bereits in seinem Solange-2-Beschluss ging das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass im Hoheitsbereich der EU, damals europäischen Gemeinschaften, ein Maß an Grundrechtsschutz erwachsen sei, das nach Konzeption, Inhalt und Wirkungsweise dem Grundrechtsstandard der EU des Grundgesetzes im Wesentlichen gleichzuachten ist. Und das ist aus meiner Sicht auch so geblieben. Im Beschluss Recht auf Vergessen 2 hat das Bundesverfassungsgericht den EU-Grundrechtsschutz schließlich auch prozedural gestärkt, indem es, wenn der Rückgriff auf nationale Grundrechte scheitert, die EU-Grundrechte jetzt selber prüft. Dies erweitert durchaus auch die Möglichkeiten der Fachgerichte, denn diese können bei entsprechenden Prüfungen antizipieren, also solche Prüfungen antizipieren und können bei Zweifeln am Schutzniveau vorliegen, sogar zwei Gerichten. Der Verfassungsstaat bleibt also nicht auf der Strecke. Er wandelt sich und entwickelt sich weiter. Und in welche Richtung wird die Zukunft zeigen? Vielleicht auch die ganz nahe Zukunft, nämlich die folgende Diskussion. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Tappe. Sie setzen ja großes Vertrauen in dieses Podium und diese Versammlung, dass wir diese schwierigen Fragen lösen können. Aber vielleicht wird Herr Waldhoff uns ja etwas helfen jetzt. Ich werde etwas zur Verbandskompetenz sagen und dann zur Organkompetenz, und zwar in Bezug auf echte EU-Steuern. Was sind eigentlich echte EU-Steuern, wenn wir mal von den Zöllen absehen, die aber ein Sonderleben führen, und der zu vernachlässigenden Eigenbesteuerung der EU-Beamten? Das können wir vernachlässigen. Es wären meiner Ansicht nach Steuern, bei denen die EU die Rechtsetzungskompetenz und die Ertragskompetenz hat. Auf die Verwaltungskompetenz wird man nicht abstellen können, das ist ja im Bundesstaat auch meistens abgespalten. Wir können auf diesem Feld eine merkwürdige Diskrepanz zwischen dem politischen Wollen, vor allen Dingen der Kommission einerseits, der kompetenziellen wie legitimatorischen Dimension der Frage andererseits beobachten. Henning Tapper hat da schon darauf hingewiesen. Die EU-Kommission ist seit Jahren bestrebt, aus dem Korsett des mitgliedstaatlich bestimmten Eigenmittelsystems herauszukommen und sich wirklich eigene Mittel zu beschaffen. Das müssten angesichts des zumindest bis vor kurzem noch geltenden Verschuldungsverbots der Union dann Steuern sein. Für solche originären EU-Steuern ohne Dominanz eines Lenkungszwecks auf 192 AEUV wurde ja auch hingewiesen, Umweltsteuern, und jenseits des Eigenmittelsystems fehlt es jedoch zurzeit an einer klaren Kompetenzgrundlage im Primärrecht. Die sonstigen Einnahmen, die ja im Eigenmittelsystem und im Eigenmittelartikel erwähnt werden, reichen zumindest für eine substanzhafte EU-Eigensteuer meines Erachtens nicht aus.
Zudem trifft sich das kompetenzielle Defizit mit der bei Besteuerungsfragen stets besonders heiklen Frage demokratischer Legitimität und mit den üblichen Souveränitätsvorbehalten der Mitgliedstaaten. Schon verschiedentlich ist jedoch gefragt worden, ob der alte Schlachtruf, er wurde auch schon zitiert, No taxation without representation, unter den Bedingungen der europäischen Integration nicht umgedreht oder abgewandelt werden müsste in No representation without taxation. Schon diese wenigen Überlegungen zeigen, dass sich gerade in der Frage echter eigener Besteuerungskompetenzen der EU die Strukturfrage, wie könnte es auch anders sein, in aller Deutlichkeit zeigt. Der gordische Knoten von Staatswerdung, Selbstfinanzierung und demokratischer Repräsentation scheint sich genau in diesem Punkt zu treffen. Die Finalität der europäischen Integration scheint sich auf die Frage von eigenen Besteuerungskompetenzen zuzuspitzen. Die Aktualität könnte dabei kaum größer sein. Mit der wilden Konstruktion des Next Generation EU Programms wurde de facto unter meines Erachtens abenteuerlichen Biegungen von Kompetenzgrundlagen das Verschuldungsverbot der EU aufgehoben oder zumindest zentral relativiert. Die Finanzgeschichte zeigt nun aber, dass die Verschuldung eines Gemeinwesens letztlich nur über die Beteiligung der dort zusammengeschlossenen Bürgerinnen und Bürger bewältigt werden kann. Historiker haben uns vor Jahren schon erklärt, dass moderne Verfassungen in den deutschen Territorien des 19. Jahrhunderts aufkamen, unter anderem, weil die Fürsten keinen Kredit mehr besaßen. Wurde anstelle der Fürsten der Staat als solcher Schuldner, hafteten die Bürger über ihre Steuerleistung für die staatliche Kreditfinanzierung. Verschuldung und Besteuerungssystem greifen also historisch immer Hand in Hand. Es wird genau und kritisch zu beobachten sein, ob das Next Generation Programm hier viel weiterreichende Folgerungen hat als die gießkannenartige Verteilung der 900 Milliarden Euro wegen angeblicher Pandemiefolgen. Die Konstruktion schwächt jedoch, sieht man genauer hin, die demokratische Legitimation, also die Konstruktion dieses Programms, schwächt jedoch meines Erachtens die demokratische Legitimation, denn die Verausgabung der Mittel geschieht am EU-Haushalt und damit am EU-Parlament vorbei. Sinnigerweise soll dann freilich die Rückzahlung doch über das Eigenmittelsystem und den Haushalt erfolgen. Ob so das Vertrauen in eine zu erwartende EU-echte Steuerpolitik gestärkt wird, da möchte ich doch ein Fragezeichen hintersetzen. Also ich plädiere klar für eine klare Kompetenzgrundlage als Vertrauensschutzmaßnahme, wenn man das politisch will, und den Rechtsrahmen hat Herr Tappe ja aufgezeigt. Und mein zweiter kurzer Punkt: Zur Kompetenzsituation zähle ich auch noch ein weiteres Charakteristikum der EU-Steuerpolitik, das aus Souveränitätsvorbehalten resultierende und auch schon erwähnte Einstimmigkeitsprinzip. Hier geht es um die Ausübung der Kompetenzen. Der deutsche Jurist würde vielleicht von Organkompetenz sprechen. Auch hier ist die EU-Kommission aktiv und hat 2019 einen stufenweisen Übergang zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im steuerlichen Bereich gefordert, ohne Änderung des Primärrechts, nämlich unter Rückgriff auf die sogenannte Passerelle-Klausel. Impliziert wäre auch ein Übergang zum Standardgesetzgebungsverfahren im EU-Recht. Politischer Hintergrund ist vordergründig die Auflösung von Blockademöglichkeiten. Hintergründig scheint es mir auch hier um die Erlangung echter Besteuerungskompetenzen durch die Hintertür zu gehen. Denn auf der vierten Stufe des Übergangs zu Mehrheitsentscheidungen nach diesem Plan werden eigene Steuern, vorzugsweise die Finanztransaktionssteuer, genannt. Positiv wird ins Feld geführt, dass durch Mehrheitsentscheidungen das Erpressungspotenzial einzelner Mitgliedstaaten eingegrenzt werden könne. Die Gegenansicht argumentiert, dass gerade durch die Einstimmigkeitsregel gröberer Unfug habe verhindert werden können. Die Demokratietheorie rechtfertigt das Prinzip Mehrheit entscheidet, also das Mehrheitsprinzip, als Ausdruck gleicher politischer Mitwirkungsfreiheit aller Bürger als Individuen. Danach vermag nur das Mehrheitsprinzip den Anspruch einzulösen, Gemeinschaftsentscheidungen der Gleichen und Freien hervorzubringen. Funktionieren kann dies und legitim ist dies jedoch nur dann, wenn eine entsprechende Akzeptanz aller Beteiligten besteht. Das impliziert, dass die Minderheit stets zur Mehrheit werden kann. Ob und wie dies auf Staaten übertragbar ist, da würde es ja beim EU-Einstimmigkeitsprinzip drum gehen, ist nicht abschließend geklärt.
Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat zudem festgestellt, dass der Übergang im sogenannten Passerelle-Verfahren einer Zustimmung des Deutschen Bundestages bedürfte. Das führt für mich zu einer differenzierten Bewertung des Einstimmigkeitsproblems. Bei Reparaturnovellen und Ähnlichem kann ein Übergang zu steuerlichen Mehrheitsentscheidungen auf EU-Ebene durchaus sinnvoll sein, um schneller gegen Steuerbetrug und ähnliche Missstände vorgehen zu können. Auch müsste man über die Differenzierung zwischen der Schaffung und der Abschaffung steuerlicher Regelungen in dieser Frage nachdenken. Wolfgang Schön hat das einmal aufgeschrieben. Eigene EU-Steuern könnten dadurch jedoch erst recht nicht eingeführt werden. Danke. Vielen Dank, Christian. Wir wollen jetzt etwas konkreter werden, Herr Englisch. Ob es bei mir so konkret wird, das müssen wir vielleicht noch abwarten. Ich möchte einen Aspekt vertiefen, den sowohl Henning Tapper als auch Christian Waldhoff schon angesprochen haben, nämlich die Tücken der Einstimmigkeit, wenn einmal einstimmig ein Harmonisierungsvorhaben auf europäischer Ebene abgesegnet worden ist. Und möchte die Ambivalenz der Einstimmigkeitsregelung aufzeigen, gerade mit Blick auf demokratische Anforderungen, Anforderungen an demokratische Legitimation der Gesetzgebung. Ich meine nämlich, dass gerade das Einstimmigkeitsprinzip, wenn davon einmal Gebrauch gemacht worden ist oder auch schon beim ersten Gebrauch machen, genau genommen, besondere Vorkehrungen erfordert zum Schutz der verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmung, demokratischen Selbstbestimmung des deutschen Volkes. Mir geht es also nicht um die Frage, wie auf europäischer Ebene möglicherweise die demokratischen Legitimationsstränge zu beurteilen sind, die ja dann eben auch für die Änderung Einstimmigkeit auch auf europäischer Ebene erfordern würden, sondern mir geht es tatsächlich um die Betrachtung aus Sicht eben der deutschen nationalen Verfassung. Zum Einstimmigkeitsprinzip ist ja eigentlich schon so gut wie alles gesagt worden, gilt sowohl für die indirekten als auch die direkten Steuern, soweit sie harmonisiert werden auf europäischer Ebene. Artikel 116 der qualifizierte Mehrheitsentscheidungen bei qualifizierten Wettbewerbsverschältungen erlauben würde, wird von der Kommission so eng ausgelegt, dass er faktisch keinen relevanten Anwendungsbereich hat. Und ergänzen könnte man vielleicht noch, dass der jüngste Vorstoß von von der Leyen und Macron in bestimmten Bereichen, die bisher dem Einstimmigkeitsprinzip unterfallen, doch zur Mehrheitsentscheidung überzugehen, auch direkt bei der Hälfte der Mitgliedstaaten auf klare Ablehnung gestoßen ist. Wir bleiben also auf absehbare Zeit bei der Einstimmigkeit in Steuersachen. Wo stellt sich da das Problem, das ich jetzt hier behandeln möchte? Nun, das besteht im Wesentlichen darin, und das ist ja auch, denke ich, in diesem Kreise allgemein bekannt, dass wenn sich Deutschland im Rat zusammen mit den anderen Mitgliedstaaten einmal einstimmig für die Umsetzung eines bestimmten Harmonisierungsvorhabens in einem bestimmten steuerlichen Regelungsbereich entschieden hat, dass der deutsche Steuergesetzgeber, wie auch alle anderen Steuergesetzgeber der EU-Mitgliedstaaten, seine politische Handlungsfreiheit dann vorbehaltlich spezieller Vorkehrungen eben nur wiedergewinnen kann, wenn alle anderen Mitgliedstaaten dem zustimmen, indem eben auf europäischer Ebene die Richtlinie geändert oder aber die Harmonisierung wieder rückgängig gemacht würde. Das ist ein Problem, das ich jetzt eben, wie gesagt, aus demokratietheoretischer Perspektive etwas näher explizieren möchte. Daneben ist es natürlich auch ein Problem rein realpolitisch, weil das dazu führt, dass sich möglicherweise historisch überholte oder sonst als unzulänglich erkannte Regelungen auf europäischer Ebene dauerhaft verfestigen. Beispiele gibt es, denke ich, zuhauf, solche, die schon existieren, solche, die sich abzeichnen. Ich nenne jetzt nur mal ganz wenige. Denken wir an die Dichotomie der Zuweisung von Besteuerungsrechten hinsichtlich Eigenkapital- und Fremdkapitalrenditen durch die Zinslizenzgebührenrichtlinie einerseits, die Mutter-Tochter-Richtlinie andererseits bei Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen, wo es gerade bei verbundenen Unternehmen so ist, dass natürlich beide Finanzierungsinstrumente zum erheblichen Teil austauschbar sind. Da macht das eigentlich wenig Sinn, diese umgekehrte Zuweisung. Gleichwohl kommen wir davon nicht mehr weg wegen der Einstimmigkeit. In der Mehrwertsteuer haben wir ein Konglomerat europarechtlich zwingender Befreiungen mit Versagung des Vorsteuerabzugs. Das ist von einem Generalanwalt zu Recht als die Ursünde des Mehrwertsteuersystems, des Harmonisierten, bezeichnet worden. Moderne Systeme gehen davon ab. Wir kommen davon nicht weg, weil schlicht alle 27 zustimmen müssten und sofern ein einziger Mitgliedstaat aus fiskalischen Gründen weiter an solchen Befreiungen interessiert. Es passiert
eben nichts. Und das hat sich beim Versuch, die Finanzdienstleistung zu reformieren, auch sehr deutlich gezeigt. Könnte da viele Beispiele mehr bringen, aus Zeitgründen belasse ich es mal dabei. Und der Zustand ist eben deswegen problematisch, weil es nicht nur so ist, dass dadurch Fehlentwicklungen nicht korrigiert werden können, dass dadurch eine Anpassung an veränderte Umstände schwierig ist, sondern auch, weil, und das ist ja schon erwähnt worden, der Grundsatz, dass Mehrheitsentscheidungen letztlich immer nur akzeptabel sind, demokratietheoretisch, wenn es Entscheidungen auf Zeit sind, erheblich untergraben werden. Die Entscheidung im Rat ist zwar eine solche, die sich aus europäischer Perspektive als einstimmig darstellt, die aber letztlich natürlich auf den entsprechenden Mehrheiten in den Mitgliedstaaten, die sich da jeweils zusammenfinden müssen, basiert. Und aus Sicht des Grundgesetzes ist es eben so, dass eine solche einmal einstimmig getroffene Entscheidung dazu führt, dass die Mehrheit des deutschen Volkes, und das ist aus Sicht des Grundgesetzes die relevante Mehrheit, bei veränderten politischen Präferenzen oder bei der Einschätzung, dass veränderte Umstände eine Regelung unsachgerecht machen, darauf nicht mehr reagieren kann, sondern dass es zu einer Dauerherrschaft eines historisch kontingenten Mehrheitswillens sowohl innerhalb Deutschlands als auch der anderen 26 Mitgliedstaaten kommt. Und damit ist es eigentlich so, dass wir hier ein Paradoxon, das meines Erachtens auch im Lissabon-Urteil noch nicht hinreichend gewürdigt worden ist, dass im Bereich der Einstimmigkeit, wenn einmal ein Harmonisierungskonzept verabschiedet worden ist, die Einbuße an demokratischer Selbstbestimmung, die daraus dann folgt, größer ist als im Bereich der Mehrheitsentscheidung bzw. qualifizierten Mehrheitsentscheidung. Und was müsste daraus eigentlich folgen? Daraus müsste meines Erachtens eigentlich folgen, dass man von einer Harmonisierung jedenfalls in grundlegenden oder breiteren Bereichen, die der Einstimmigkeit unterliegen, namentlich im Bereich des direkten Steuerrechts nur zurückhaltend Gebrauch macht bzw. aber alternativ Vorkehrungen schafft, um sich wieder aus solchen harmonisierten Regelungskonzepten lösen zu können. Und jetzt vielleicht die letzten ein, zwei Minuten, was könnten das für Vorkehrungen sein? Was ist da technisch denkbar? Da hat ja in der Tat Kollege Schön auch schon mal einiges dazu ausgeführt. Eine erste Möglichkeit sind Evaluierungsklauseln, die haben wir zum Teil schon in den Richtlinien. Das kann natürlich dann einen Anstoß geben, über Reformen nachzudenken, garantiert aber letztlich nicht, dass solche auch erfolgen. Insoweit ist das unzureichend. Man kann denken an die Ausweitung der Befugnisse der Kommission zu delegierter Rechtsetzung nach Artikel 290 AEUV. Das erlaubt der Kommission dann flexibles Agieren. Die Mitgliedstaaten können nur mit qualifizierter Mehrheit ein Veto einlegen. Aber auch das ist zum einen begrenzt auf technische Anpassungen. Wesentliche Fragen können nicht auf 290-Ebene delegiert werden. Außerdem kommt der Kommission dann eine Entscheidungsmacht zu, die ihrer relativ geringen demokratischen Legitimation eigentlich nicht angemessen ist. Erst recht inakzeptabel, das muss ich eigentlich auch sagen, ist die Alternative, wie wir sie jetzt bei den Beratungen zur Mindeststeuer sehen, dass man dann einfach dynamische Verweise auf extern gerechtsetztes Recht vorsieht. Das genügt natürlich demokratischen Legitimationsanforderungen noch weniger, auch wenn der EuGH da in den Fällen zu den dänischen Dividenden das meinte, anders beurteilen zu müssen. Was bleibt dann? Es bleibt theoretisch die Sunset-Klausel, wie wir sie aus den USA, dort aus finanzverfassungsrechtlichen Gründen kennen. Da muss man sehen, dafür gibt es keinerlei Vorbild, auch außerhalb des Steuerrechts nicht, auf europäischer Ebene. Ist politisch kaum durchsetzbar und würde auch gegebenenfalls hohe Transaktionskosten verursachen, wenn dann nach 5 oder 10 Jahren eine Regelung außer Kraft träte, obwohl möglicherweise alle noch damit zufrieden sind und das ganze Gesetzgebungsverfahren dann wieder neu starten müsste. Und damit ist aus meiner Sicht der vielversprechendste Weg im Grunde der Opt-out, die Opt-out-Klausel, die man entweder konditional vorsehen könnte oder nach Ablauf von demokratisch akzeptablen Zeitraum, also 5 bis 7 Jahren, möglicherweise auch einfach nach Zeitablauf Opt-out-Möglichkeiten einräumen könnte, sei es auf Regelungsbereiche bezogen, sei es auf die gesamte Richtlinie bezogen. Ja, also zusammenfassend, meines Erachtens ist gerade im Bereich derjenigen Regelungsmaterien, die dem Einstimmigkeitsvorbehalt unterliegen, soweit sie im Sinne auch der Lissabon-Entscheidung für das Staatsverständnis und die Ausübung von Souveränität durch einen Staat prägend sind, Zurückhaltung geboten. Wenn es um die Harmonisierung breiter Regelungsmaterien geht, muss eigentlich in dem jeweiligen Harmonisierungsregelungswerk eine Möglichkeit vorgesehen sein, wie sich der Nationalstaat auch wieder lösen kann. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Englisch.
Die Rechtsprechung ist natürlich dann mit den Objekten beschäftigt, die auf europäischer Ebene verabschiedet werden, auch im Schnittbereich zum nationalen Gesetzgeber. Jutta, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Ich habe das Thema, die EU als Steuergesetzgeber bleibt der Verfassungsstaat auf der Strecke, vollkommen anders interpretiert, aus meinem Blickwinkel als Richterin heraus. Ich habe nämlich gelesen, automatisch der EuGH als Steuergesetzgeber bleibt der Verfassungsstaat auf der Strecke. Und ich habe einen Aspekt erwischt, der mich wirklich in meiner tatsächlichen Rechtsprechungstätigkeit lange beschäftigt, weil ich nämlich hier auch ein Defizit sehe, das ein vollkommen anderes Defizit ist, was wir jetzt gerade besprochen haben. Sie müssen jetzt also, tut mir jetzt leid, zum Schluss der Veranstaltung noch mal so einen kleinen Sprung im Kopf machen. Es geht nämlich jetzt eben um das Tätigwerden des EuGHs im Bereich der direkten Steuern. Und dort geht es einfach darum, einfach jetzt als grobe Sache, um die Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung im nationalen Recht. Und zwar dem tatsächlichen, also wirklich ein richtig praktisches Thema, das uns beschäftigt. Und das jetzt wirklich von diesen Höhen, in denen wir jetzt gerade waren, geht immer ein bisschen down to earth dann. Ja, einfach der EuGH ist einfach deswegen, bisher war ja, wenn es um Harmonisierung ging, gab es eigentlich nur den EuGH als den Motor der Integration. Erst ab 2016, das haben wir gehört, hat ja der EuGH auch noch eine neue Funktion, der auch ein bisschen eine belastende Tendenz hat. Es geht jetzt eben um die Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung in das nationale Recht. Und da möchte ich einfach zwei Beispiele machen, die wir in unserem 10. Senat, Herr Kulosa ist ja auch dabei bei unserer Rechtsprechung, in den letzten 2,5 Jahren erlebt haben. Es geht dabei um den Abzug von grenzüberschreitenden Vorsorgeaufwendungen. Dass ich daran gedacht habe, liegt auch daran, dass Dieter Birk, das ist ja eben doch der über uns jetzt schwebt gerade, sich ja auch mit den Vorsorgeaufwendungen beschäftigt hat. Und die Situation im nationalen Recht war bisher immer so, die nicht grenzüberschreitenden Vorsorgeaufwendungen, sei es Rentenbeiträge, Krankenversicherung, Pflegeversicherungsbeiträge, sind grundsätzlich im vorgesehenen Rahmen steuerlich abzugsfähig. Das Problem der grenzüberschreitenden Vorsorgeaufwendungen entsteht, wenn eben diese Vorsorgeaufwendungen im Ausland entstehen, und zwar unmittelbar verknüpft mit einer nicht selbstständigen Tätigkeit, die aber dann im Steuerrecht aufgrund von DBA in Deutschland steuerfrei gestellt ist. Und der deutsche Steuergesetzgeber hat natürlich gesagt, Moment, ich stelle jetzt schon die Arbeitseinkünfte frei, da will ich nicht doch die damit in Zusammenhang stehenden Vorsorgeaufwendungen auch noch freistellen. Also das ist ein bisschen viel, zweimal frühstücken gilt nicht. Andere Ansicht war natürlich war in der Rechtssache Bechtel der EuGH, der eben gesagt hat, bei Vorsorgeaufwendungen allgemein ist der Wohnsitzstaat berufen, diese persönlichen notwendigen Aufwendungen zu berücksichtigen, wenn es der Tätigkeitsstaat nicht macht. Und da die deutsche Regelung ja relativ klar war, nichts gibt's, war die deutsche Regelung EU-rechtswidrig. Und der relativ flott, muss man sagen, hat der Gesetzgeber dann auch entsprechend zu einer neuen Regelung gefunden und hat dann eben aber nur sehr punktuell dann eben gesagt, soweit die Vorsorgeaufwendungen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit der in der EU oder im EWR erzielten Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit stehen. Jetzt kam, das war dann die Regelung 2018, und dann direkt im Anschluss an die Regelung entschied der EuGH in einer Rechtssache Wächtler, und jetzt bitte Erinnerung an Sie alle, heute Morgen hatten wir schon die Rechtssache Wächtler, da war ja die Frage, ist es ein ausreißender Rechtsakt des EuGH oder nicht? Also nach unserer Auffassung ist da eine ganz grundsätzliche Sache richtig entschieden worden. Das Freizügigkeitsabkommen gebietet es, zu einer Gleichbehandlung zu kommen. Und wenn es in der EU freizügigkeitswidrig ist, die Vorsorgeaufwendungen nicht zu berücksichtigen, dann ist es auch im Verhältnis zur Schweiz. Und natürlich bekamen wir auch sofort einen Fall, und da war eben ein Schweizer, der auch seine Vorsorgeaufwendungen, die er in der Schweiz hatte, in Deutschland abziehen wollte. Wir haben noch 3 oder 4 oder 5 Mal auf den Gesetzestext geguckt, da stand nichts von der Schweiz, aber das musste ja reingelesen werden. Wir haben ja den Vorrang des Unionsrechts, und das Freizügigkeitsabkommen ist Unionsrecht und insofern hat den Vorrang. Wir mussten geltungserhaltend tätig werden. Wir mussten also gegen den ausdrücklichen Gesetzeswortlaut mussten wir so judizieren, dass wir dann auch in diesem Fall den
Sonderausgaben Abzug gewährt haben. Und es ist für einen Richter nicht schön, gegen den ausdrücklichen Wortlaut und den ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers zu arbeiten. Aber das Muster wiederholt sich. Nämlich wir hatten dann jetzt gerade jüngst, das ist gerade vor einigen Wochen veröffentlicht worden, die Entscheidung, da hatten wir einen Rentner, der hatte Pflegeversicherungsbeiträge in Luxemburg. Gut, Luxemburg war EU, das war für uns jetzt einfach, aber wir hatten einen Rentner. Aber unsere gesetzliche Regelung, da steht eben Einnahmen aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Renteneinnahmen sind sonstige Einnahmen. Auch hier der klare, ausdrückliche gesetzgeberische Wille, dass es eigentlich keinen Abzug geben sollte. Aber auch wir haben hier wieder die Norm oder das Unionsrechts erhaltende Moment gesehen und haben gegen den ausdrücklichen Gesetzeswortlaut auch da den Abzug gewährt. Was will ich jetzt hiermit sagen? Ich will jetzt einfach ein anderes, ich will jetzt nicht nur die in oberen Sphären das Problem schildern, sondern einfach hier, dass der nationale Gesetzgeber auf eindeutige, ständige Rechtsprechung des EuGH nur, wenn überhaupt, ganz punktuell und ganz minimalinvasiv reagiert und nicht eigentlich die dahinterstehende ständige Rechtsprechung berücksichtigt und eine saubere Umsetzung macht. Er zwingt uns immer, wirklich, und das ist für einen Richter nicht gerade einfach, gegen den Gesetzeswortlaut zu judizieren und darauf zu hoffen, dass dann der Gesetzgeber möglichst schnell dann entsprechend vernünftig und die Grundprinzipien beachtend dann auch zu einer Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung kommt. Und es ist einfach entscheidend, weil nämlich der Gesetzgeber hat ja die Verpflichtung, zur Rechtsklarheit zu sorgen. Und der Gesetzgeber hat einfach auch die Verpflichtung, dann dem Steuerbürger zu sagen, wie er belastet wird oder welche Entlastung er bekommen kann. Vielen Dank, Jutta. Damit schließt sich ein wenig der Kreis, denn letztendlich ist natürlich der EuGH hingegangen, hat die Grundfreiheiten angewandt und damit sozusagen Recht festgestellt und dadurch Recht geschaffen. Und da hat ja Herr Tappe schon einleitend darauf hingewiesen, dass dies eine Quelle wäre. Bevor ich Ihnen das Publikum gebe, möchte ich doch zunächst mal an Herrn Tappe und auch an dich, Christian, eine Frage stellen. Wir haben in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ja die Finanzverfassung immer als sorgfältig behauenen Stein. Das ist ja immer so eine schöne Metapher, die dort drin steht. Da steckt ja ein Freiheitsgedanke hinter, der ja verhindern soll, dass auch der Bürger überlastet wird. Wir haben ja vorhin auch ansatzweise etwas zu den Eigentumsgrundrechten gehört. Die Frage ist natürlich schon, einmal haben Sie, Herr Tappe, darauf hingewiesen, dass möglicherweise eigene EU-Steuern ja gar nicht so schlimm seien, weil die EU ja schon so umfassend tätig geworden sei. Da ist es natürlich nicht das Ertragsaufkommen, aber insgesamt stellt sich natürlich schon die Frage, wie ist das mit dem Steuererfindungsrecht auf EU-Ebene? Ja, zunächst mal Steuerfindungsrechte auf EU-Ebene. Im Moment haben wir es nicht, was die Sache in der Antwort schon mal etwas erleichtert. Und aufgrund der begrenzten Einzelermächtigung haben wir ja auch sonst kein Erfindungsrecht. Also kann man da, glaube ich, vergleichsweise entspannt sein. Bitte? Naja, da ist ja keine Steuer erfunden worden. Da ist sozusagen ein neuer Maßstab erfunden worden, um Beitragsabruf zu generieren. Das ist für mich keine Steuer. Die Steuer ist ja in Deutschland auch nicht eingeführt worden. Also insofern haben wir da, glaube ich, keinen echten Punkt. Man hätte ja auch einfach die Beiträge der Mitgliedstaaten an andere Kriterien knüpfen können. Also da sehe ich noch keinen Übertritt. Vor allen Dingen, wenn man darauf abstellt, die Schutzfunktion gegenüber dem Steuerbürger, die ist ja durch die Plastiksteuer überhaupt nicht berührt, weil ja niemand Plastiksteuer zahlt. Also das ist vielleicht an dem Punkt sozusagen ein bisschen ja, weniger kritisch. Der
andere Punkt, den Sie angesprochen haben, also sorgfältig behauen, ja, mittlerweile aber auch schon etwas bröckelnd an der einen oder anderen Stelle, auch die deutsche Finanzverfassung. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es überhaupt, ich weiß, das entspricht nicht der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob es richtig ist, aus Dingen wie Formkleid, Formstrenge Schutz für den Steuerbürger herauslesen zu müssen. Wir haben einen Grundrechtskatalog am Anfang, wir haben eine Finanzverfassung am Ende. Und dass man aus einer Verteilung von Kompetenzen, die ja zwangsweise im Sinne eines Entweder-Oder stattfinden muss, einen Schutz des Steuerpflichtigen herausliest, da habe ich immer schon gewisse Schwierigkeiten gehabt. Denn für mich bedeutet eine Kompetenzverteilung Bund-Länder einer oder der andere. Das heißt, wenn es der Bund nicht kann, machen es die Länder. Und sobald ich irgendjemanden habe, der es kann, ist der Schutz des Steuerbürgers, sage ich mal, vom Grundsatz her nicht so, wie man sich es vielleicht erhofft hat. Aber das ist eine Position, die sozusagen sehr eng an dem Kompetenzverständnis als Entweder-Oder anknüpft. Ich habe es vorhin als Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben, aber es muss dann auch mindestens einen geben. Und ich habe gewisse Schwierigkeiten damit, dass es Fälle geben kann, wo in einem souveränen Staat niemand etwas regeln kann. Aber das ist, wie gesagt, ein anderer Ansatz. Wenn man dem Ansatz folgt, dass man sagt, die Kompetenzverteilung soll auch den Einzelnen schützen, dann sieht das anders aus. Aber wie gesagt, ich glaube, auf die Ebene der EU muss ich das nicht übertragen, weil ich da ohnehin mit der begrenzten Einzelermächtigung einen anderen Ansatz habe. Vielleicht, wenn ich noch ganz kurz was sagen darf zu dem Punkt, den Sie auch angesprochen hatten, Unterschied eigenes Steuern und Steuerharmonisierung. Mein Ausgangspunkt bei der Überlegung war einerseits das Dogma, kann man schon fast sagen, die EU ist kein Staat, darf deswegen keine eigenen Steuern erheben. Auf der anderen Seite aber das praktische Dogma seit vielen Jahren, dass extrem viel harmonisiert wird. Man muss nur an die Mehrwertsteuer denken, das ist eine der größten Steuern überhaupt, die ist voll harmonisiert. Und da sehe ich einen gewissen Bruch. Daraus möchte ich nicht ableiten, dass das alles unproblematisch ist, sondern ich sehe den Bruch nur darin, dass wir auf der einen Seite sagen, wie der Teufel das Weihwasser, die EU darf auf gar keinen Fall eine kleine Steuer erheben. Mag sie noch so klein sein, auf der anderen Seite aber überhaupt kein Problem damit haben oder nur geringe Probleme damit haben, wenn eine der größten Steuern sozusagen komplett durch die EU vorgeprägt und bis ins Einzelne geregelt wird. Die Probleme sind ja gerade auch schon angedeutet worden. Und deswegen sehe ich da eben keinen kategorialen Widerspruch. Wir haben praktische Probleme, Einstimmigkeit, das ist ja auch schon mehrfach angesprochen worden, aber dieses Problem habe ich bei den indirekten Steuern, wo wir den 113 haben, genauso wie bei allen anderen Dingen und im Übrigen auch in allen anderen Politikbereichen, wo ich die Binnenmarktkompetenz nach 115 ziehe. Da sind also die Steuern aus meiner Sicht nicht wirklich etwas Besonderes, sondern vielleicht auch ein bisschen Folklore. Wir sehen als Steuerrechtler die Steuern ja immer als etwas ganz Besonderes an, aber vielleicht, das ist jetzt ein bisschen traurig, aber vielleicht sind sie gar nicht so besonders. Krediteinnahmen sind auch besonders und andere Politikbereiche auch. Jeder hat so seins, sage ich mal. Und ich will jetzt nicht die Steuer als Politikbereich kleinreden, aber für eine gewisse Normalisierung eintreten. Dass man auch was die materiellen verfassungsrechtlichen Vorgaben, eine gewisse Normalisierung, dass man sich einfach auf das stützt, was man in anderen Bereichen auch tut. Vielen Dank, Herr Tappe. Hochinteressant, wirkt sich natürlich auch auf solche Fragen wie Sonderabgaben, Rechtsprechung und also unsere Finanzverfassung neu denken. Christian. Also da muss ich jetzt doch mal deutlich andere Akzente setzen. Also erstens diese ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass die finanzverfassungsrechtliche Kompetenzverteilung, soweit es um Abgaben dem Bürger gegenüber geht, auch freiheitsschützende Dimensionen hat, hat mir immer eingeleuchtet. Und die würde ich immer unterstützen wollen. Und die Sonderabgabenrechtsprechung, da ist das ja, glaube ich, entwickelt worden. Und das ist ja eine Steilvorlage für meine zentrale Forderung, klare Kompetenzgrundlagen im Primärrecht. Die sind nicht da. Es ist eine politische Frage, ob man die schaffen will. Ich habe da so, bin da eher zurückhaltend vielleicht, aber andere sind da optimistischer. Aber bitte nicht über diese Schleichwege, ganz schlimm eben Next Generation EU oder solche Konstruktionen. Nur bei diesen Umweltlenkungsabgaben 192a EUV wurde ja genannt, da gilt anderes, aber auch in Grenzen natürlich. Und wie gesagt, die Plastiksteuer ist nur eine Bemessung für die Eigenmittelbeiträge, die Deutschland und die anderen zahlen müssen. Ein Mitarbeiter von mir hat da gerade einen Aufsatz zu veröffentlichen.
veröffentlicht und mit dem BMF Kontakt gehabt. Durch diese Beitragsbemessung bei einem Eigenmittel sinkt der deutsche Beitrag, weil wir natürlich eine viel bessere Recyclingquote haben als ost- oder südeuropäische Mitgliedstaaten. Zweiter Punkt, wo ich Herrn Tappe doch widersprechen wollte. Dieses ständige Abstellen auf den Staat, der Staat kann nur besteuern, überzeugt mich auch nicht. Erstens, weil, das haben Sie allerdings auch gesagt, weil alle diese Kategorien für die EU nicht passen und nicht passen können. Und zweitens, wir haben ja sogar im innerstaatlichen deutschen Recht Beispiele, dass eindeutig nicht staatliche Institutionen, nämlich die Kirchen, echte Steuern erheben können. Also das so an die Staatlichkeit zu knüpfen, überzeugt mich nicht. Mein Fakultätskollege Christoph Möllers hat ja eine schon in zweiter Auflage gedruckte, berühmte Dissertation Staat als Argument im Jahre 2000 veröffentlicht, wo er mit einfach dem Rekurs auf Staatlichkeit als juristisches Argument relativ stark aufräumt. Und dritte kurze Bemerkung, bei einer etwaigen Kompetenzkontrolle durch den EuGH bin ich allerdings extrem pessimistisch. Und das hat zwei Gründe. Erstens, weil ja die meisten EU-Kompetenznormen, Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung hin oder her, finalen Charakter haben. Und in Deutschland haben wir eher statische Kompetenznormen. Also finaler Charakter der Kompetenznorm heißt auf bestimmte Integrationsziele der EU ausgerichtet. Das heißt, die Kontrolle fällt ganz anders aus. Und zweitens, weil wir immer, Roman Herzog war ja ein berühmtes Beispiel, immer von der deutschen Kompetenzkontrollideologie oder wie man das nennen will, ausgehen. Die ist aber weltweit relativ einzigartig. Auch in anderen Bundesstaaten werden Kompetenzkonflikte, USA und Schweiz könnte man teilweise zumindest benennen, ganz anders gelöst als durch ein Bundesverfassungsgericht. Also bei der Kompetenzkontrolle auf den EuGH zu vertrauen, da bin ich vorsichtig. Vielen Dank, Herr Englisch. Sie kommen gleich auch noch dazu. Ich wollte noch eine kleine Frage zum Einstimmigkeitsprinzip stellen bei Ihnen. Mir leuchtet das völlig ein, aber das bedeutet natürlich auch, das gilt eben, wie Herr Tappe sagte, nicht nur für die Steuern, muss dann ganz generell für alle Einstimmigkeitsregelungen im EU-Vertrag gelten, denn da dürfte ja auch nichts anderes gelten in anderen Einstimmigkeitsbereichen, dass dort eben die Versteinerung da ist. Und offensichtlich ist das ja so, der deutsche Gesetzgeber, den kann man wohl auf das Problem hinweisen, aber ich glaube, wirklich beachten tut er es nicht. Ja, also erstens hatte ich gehofft, zum Ausdruck zu bringen, dass das nicht nur die Steuern betrifft, das habe ich jedenfalls im Manuskript so stehen, vielleicht ist es in der Eile des Vortrags untergegangen. Das gilt für alle Politikbereiche, die der Einstimmigkeit unterliegen, wobei es natürlich in besonderem Maße für diejenigen gilt, die zentrale Staatsfunktionen berühren. Das ist ja etwas näher konkretisiert worden, dann auch in den einschlägigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Und dazu gehört meines Erachtens der Bereich der direkten Steuern eben in besonderem Maße, weil er sowohl eine Fiskalfunktion als natürlich auch in erheblichem Maße eine wirtschaftspolitische Steuerungsfunktion hat. Ja, das hat die Frage mehr oder weniger beantwortet, ne? Ach so, ja, wenn Sie wollen, dass ich da auch noch was zu ergänze. Ich bin auch der Meinung, dass man der Verfassung schon entnehmen kann, ist jedenfalls eine gewisse Schutzfunktion. Das kommt ja nicht zuletzt in 106 Absatz 3 zum Ausdruck, wo es um die Verteilung der Umsatzsteueranteile zwischen Bund und Ländern geht, wo ja auch ein Ziel ist, die Deckungsbedürfnisse so aufeinander abzustimmen, dass eine Überlastung der Steuerpflichtigen vermieden wird, so heißt es da ausdrücklich. Kann man natürlich argumentieren, das betrifft jetzt nur diesen Sonderfall, das erscheint mir aber eher fernliegend. Ich denke, da kommt schon ein allgemeineres Prinzip zum Ausdruck. Wir haben jetzt schon deutlich überzogen, aber ich gebe jetzt noch eine kleine Runde ins Plenum. Herr Kempny, Herr Desens, und dann würde ich danach die Rednerliste schließen, weil wir sonst nämlich wirklich zeitlich doch zu sehr ausufern. Ja, Simon Kempten, die Universität Bielefeld. Ich glaube, es hätte, wäre auch im Geiste Dieter Birks gewesen, dass ich jetzt als irgendwie Halbschüler, kann man vielleicht sagen, die eigenen Leute angreife und jetzt nicht die vielen anderen Bälle aufnehme mit dem sorgfältig behauenen Kernbrennstab und was man jetzt nicht alles entwickeln könnte. Lieber Henning vor allen Dingen, aber bei dir, da klang das auch ein bisschen an. Es war so die These, der EuGH habe jahrzehntelang, sozusagen seit 88 war wohl gesprochen, eigentlich zugunsten der Steuerpflichtigen harmonisiert, wenn auch negativ harmonisiert. Das sei sozusagen günstig gewesen, ab dann 2016 hast du gesagt, sei da so ein Meinungsumschwung eingekehrt und seitdem werde das sozusagen bedrohlich. Das ist
das herkömmliche Narrativ, aber ich würde sagen, das stimmt nicht. Es ist nur das Narrativ, das sich daraus ergibt, wenn man guckt, wo die Beratermandate herkommen. Denn also, wenn wir unterstellen, dass der Finanzbedarf eines Gemeinwesens relativ konstant, dass man den mal setzen kann, also wir brauchen im Jahr x Milliarden Einnahmen, und wenn uns dann eine Negativharmonisierung unter bockgärtnerisch weitem Verständnis von Kompetenz, also Mannin und Meilicke, Dinge, auf die man sich nie hätte einigen können, wenn die jetzt irgendwie per Ordre de Mufti irgendwie entschieden, also wenn da jetzt bestimmte Besteuerungsinstrumente den Staaten aus der Hand geschlagen werden, dann müssen wir doch fragen, wer sind denn die Profiteure davon? Das sind nicht die Mehrzahl der Steuerbürger. Und wenn die Einnahmen trotzdem gleich bleiben müssen, dann muss das Geld halt woanders her, also von den Lohnsteuerempfängern, wenn wir nicht die Verschuldung weiter erhöhen wollen. Also deswegen würde ich gerne diese Erzählung hinterfragen, dass diese, naja, im Einzelsteuerverhältnis sozusagen günstige, für den Einzelbesteuerten günstige Negativharmonisierung durch den EuGH für die Steuerpflichtigen insgesamt positiv gewesen sei. Das ist eine Horizontalebenbetrachtung, die man da anstellen muss. Dann sieht man, das ist eben eine Verschiebung. Ja, das ist eine Verteilungswirkung, die da eintritt, und die muss man vielleicht sozialpolitisch auch mal beleuchten. Macht man natürlich nicht. Danke. Eine versucht kurz zu formulieren, eine Abschlussfrage. Herr Waldhoff hat ja darauf hingewiesen, wir brauchen klare Kompetenzgrenzen. Ganz konkrete Frage, Artikel 115 AIOV. Henning, du hast es aufgezeigt. Das kann man so sehen, wir brauchen irgendwie nur eine Harmonisierung. Wir wollen meinen, dass wir Harmonisierung haben, und schließlich ist die Einstimmigkeit. Reicht es für das Prinzip der Einzelermächtigung, dass man ja die Überschrift, das ist durch Harmonisierung, macht, und dann prüfen wir das nicht mehr? Du weißt, worauf ich hinaus will. Also dürfen wir auf Artikel 115 AIOV Vorschriften stützen, die Mitgliedstaaten verpflichten, den EU-grenzüberschreitenden Sachverhalt schlechter zu stellen als den rein nationalen Sachverhalt. Was ja kontraintuitiv ist, wenn ich eine Binnenmarktharmonisierung haben will. Wollen Sie kurz antworten? Kann ich gerne machen. Zunächst, Simon, ja, alles hängt mit allem zusammen, gerade beim Geld. Wenn man am einen spart, dann muss man am anderen belasten, das ist richtig. Der zentrale Unterschied ist aber, glaube ich, der, dass wir in dem Bereich der Entlastung oder Belastung, wo die EU der Akteur ist, keine Spielräume haben beim Staat oder nur geringe. Und bei der Frage, wer muss stattdessen bezahlen, große Spielräume haben. Das kann die Lohnsteuer sein. Wenn du jetzt gerade mit Sozialpolitik anfängst, kann das auch die Vermögensteuer sein. Will damit sagen, weil es Spielräume gibt, ist das, glaube ich, nicht das große Problem. Das Problem ist die Einengung der Spielräume. Aber ansonsten völlig richtig, alles hängt mit allem zusammen. Das würde ich auch so sehen. Zweiter Punkt, Marc, du hattest gesagt, 115, Frage, wie weit ist das zu prüfen? Das eine hat der Kollege Waldhoff schon angesprochen, wir haben das Problem, dass Binnenmarktkompetenz sozusagen das Paradebeispiel der finalen Kompetenz ist. Es geht darum, den Binnenmarkt zu fördern. Da kann man sich bei so Dingen wie ATAC durchaus fragen, auch wieder unter dem Gesichtspunkt, alles hängt mit allem zusammen, natürlich. Ich will mich da gar nicht unbedingt festlegen, ob das schon zu viel ist oder zu wenig. Das hängt, ist, glaube ich, wirklich auf der Kippe. Aber bei einer Sache bin ich mir relativ sicher, prüfen darf man das. Und zwar nicht nur wir, sondern auch der EuGH und auch das Bundesverfassungsgericht. Wenn das wird vielleicht im Moment noch zu wenig gemacht. Das liegt aber auch daran, weil die Fälle noch nicht entsprechend hochgekommen sind in diesem Bereich ATAT. Aber wenn die Fälle hochkommen, gibt es, glaube ich, genug Verfahrensregelungen vom Vorabentscheidungsersuchen, Inzidenzprüfung, Nichtigkeitsklage und so weiter, wie man da drankommt, wenn man denn will. Also zu prüfen kann man das, glaube ich, schon. Vielen Dank, Jutta Förster, du wolltest noch was sagen. Einfach nur auch zusammenfassend hier, ich glaube eben, das große Problem ist einfach, wir haben einfach eine andere Struktur, ursprünglich vereinbart mit dem AIOV. Der Grundsatz der begrenzten Einzelmächtigung ist da, und wenn man dann auf die Normen, auf die Handlungsnormen für die EU guckt, dann stellen wir jetzt einfach fest, dass die Vorschrift, und nehmen wir jetzt wirklich hier Artikel 115, im Zuge der Zeit unglaublich von der Kommission ausgeweitet worden sind.
Wenn man jetzt die letzten 3-4 Richtlinienentwürfe der letzten 3-4 Monate sieht, am Anfang hat man noch versucht, irgendwie mit einer gewissen Prosa die Voraussetzung, wann man tätig werden kann, nämlich dass es sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken, hat man noch eine Prosa gemacht, irgendwelche Formulierungen genommen, die mehr oder weniger, naja, nicht gerade vielleicht überzeugend sind. Aber wenn man die letzten Richtlinienvorschläge sieht, da macht man das so gar nicht. Man sagt einfach, das ist gegeben, Punkt, fertig, aus. Und wenn man sieht, wie weitgehend diese Vorschriften sind, dann ist dann immer, wenn man wieder zurückgeht, wir sind immer noch beim Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, dann gibt es ein sehr großes Problem, und das Problem ist einfach auch das Problem des Vertrauensverlustes. Nämlich die Regelung des AEOV und aller europäischen Verträge haben eigentlich dazu, waren doch Grund dafür, wer soll was machen und wie kann man darauf vertrauen, dass derjenige, der die Funktion zubilligt bekommt, dass er sie auch schonend ausnutzt. Und wenn jetzt eine Funktion immer weiter geht, weiter als es unbedingt werden kann, dann führt das eben auch zu einem weiteren zu dem Vertrauensverlust. Und natürlich, gut, insofern der Rechtsstaat wird das dann auch noch insofern richten, weil wir haben dann eine richtige Kontrolle, nur dann, das gucke ich in die andere Seite, die Frage, inwieweit der EuGH, der dann der Kontrolleur ist, inwieweit er nicht dann noch sehr stark eine Einschätzungsprärogative bei der Kommission und dann auch später bei den Mitgliedstaaten, die ja dann einstimmig zustimmen sollen und gestimmt haben, inwieweit er dann eine Kompetenz ablehnen würde, da habe ich große Zweifel. Wahrscheinlich wäre das dann eher der Weg zum Bundesverfassungsgericht. Vielen Dank. Ich sehe den warnenden Zeigefinger von Dieter Birk, dem warnen ausufernde, langanhaltende, ewige Diskussionen und Veranstaltungen, die nicht enden wollten, glaube ich, nicht besonders sympathisch. Und deswegen kommen wir zum Ende und deswegen will ich auch meine Dankesworte und die Verabschiedung der Teilnehmer kurz halten, aber nicht weniger herzlich. Ich möchte mich bedanken bei Pöllert und auch bei den Berliner Steuergesprächen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, für den Gründer und den 10-jährigen Vorstandsvorsitzenden der Berliner Steuergespräche. Und ich muss sagen, diese 10 Jahre, die ich mit Dieter Birk verbringen durfte, gehören eigentlich zu den harmonischsten und effektivsten Jahren einer Zusammenarbeit in Gremien, die ich je gehabt habe. Wir haben uns auf ganz kurzem Wege schnell mal E-Mails zugeschickt, zugerufen. Fast wöchentlich haben wir kurz miteinander konferiert. Und in diesen 10 Jahren sind die Steuergespräche auch dank der Inspiration, die Dieter Birk immer hatte, doch zu dem geworden, was sie heute sind. Mein Dank geht an die Humboldt-Universität, Christian, dass wir hier tagen durften. Das ist schon mehrfach gesagt worden. Es geht aber natürlich auch an alle Schüler und alle Podiumsgäste, die diesen Tag bereichert haben. Denn sie haben gezeigt, welches breites wissenschaftliches Wirken Dieter Birk hatte im Steuerrecht, aber auch im Finanzverfassungsrecht. Und wir haben auch auf dem Schlusspanel wieder den Reichtum an Ideen gehabt, die man auch im Werk von Dieter Birk nachlesen kann. Nicht zuletzt möchte ich mich bei allen Helfern bedanken, insbesondere aus dem Büro Pöllert, die uns hier so reibungslos alles ermöglicht haben und auch schon gestern Abend uns diesen wunderschönen Abend bereitet haben. Denken wir alle jetzt auf dem Nachhauseweg an die Erlebnisse, die wir selber mit Dieter Birk hatten. Viele von Ihnen, ich glaube fast alle, werden ihn gekannt haben in unterschiedlichen Lebensphasen. Und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank. Applaus